Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute haben wir dann Schornsteinfeger rausgeholt und zwei quietschige Stimmen am Telefon. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden neuen Telefonaten. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Herbert. Ich bin Christian Müller aus Sicherheitsabteilung von DNCA Investment Firma. Aha. Ich möchte wissen, haben Sie eine Erfahrung im Online-Trading oder nicht? Was ist denn das? Wie bitte? Was ist denn das? Im Online-Handel haben Sie Erfahrung? Ja, bei Amazon, da habe ich ein Konto und eBay auch. Wie bitte? Ich sage, bei Amazon, da habe ich ein Konto und bei eBay auch. Ja, Sie haben ein Handelskonto in unserer Firma. Und unsere Firma hat 300 Euro zu Ihrem Handelskonto weitergeleitet, damit Sie diese Geld benutzen können und wöchentlich oder monatlich profitieren können. Also nur um das jetzt hier nochmal richtig zu stellen. Da ruft mich eine fremde Frau an und meint, deren Firma hätte mir einfach so 300 Euro zur Verfügung gestellt und auf mein Konto gebucht. Aha. Also so einen Anruf haben wir hier wieder dran. Naja, kann ja nur noch interessanter werden, was hier so alles von sich gegeben wird. Aha. Und meine Verantwortung ist, diese Konto aktivieren und Ihnen geben, damit Sie Ihr Geld benutzen können. Und auszahlen oder weitermachen mit Ihrem Finanzberater und mehr profitieren. Was profitiert man denn da? Ich weiß ja gar nicht, was Sie meinen. Wie bitte? Ich sage, wie meinen Sie denn das? Ich weiß doch ja nicht, was passiert. Es ist über Online-Handel, Online-Trading. Online-Training? Was muss ich denn da trainieren? Also wie ich schon gesagt habe, Sie haben diese 300 Euro Bonusgeld. Und also, wenn ich werde Ihr Konto aktivieren, Sie werden Zugriff haben zu Ihrem Konto und einfach auszahlen diese 300 Euro Bonusgeld oder weitermachen mit Ihrem Finanzberater und diese Bonusgeld benutzen in verschiedenen Plattformen und Geld bekommen von unserer Firma, regular. Ach so, also jede Woche, da kriege ich einfach von Ihnen Geld für Amazon oder wie? Wie bitte? Da kriege ich von Ihnen jetzt Kohle für Amazon, oder wie? Oder wie meinen Sie das? Ja. Also kann ich... Ja, es ist Bonusgeld. Also kann ich damit shoppen gehen mit dem Geld? Oder wie muss ich das verstehen? Ach so, na dann ist ja... Ja, das klingt ja gut, ja. Wissen Sie, Ihre Stimme ist so leise, ich kann nicht verstehen, was Sie sagen. Ja, okay. Weiß ich schon nicht, muss ich mal die Musik da ausmachen, dann hörst du vielleicht noch besser. Okay, okay. Ja, also Herr Herbert. Ja? Wenn ich werde Ihr Konto aktivieren, Sie werden von unserer Firma Finanzberater haben. Ja. Und Ihre Finanzberater, Finanzexpert, wird helfen, damit Sie werden die richtige Plattform, diese Bonusgeld benutzen und profitieren. Zum Beispiel diese 300 Euro Bonusgeld kann 600 Euro oder mehr sein, ja? Aha. Jede Woche. Und da kann ich dann von shoppen gehen? Oder wie? Ja, okay. Ja, genau. Ja. Aber warum sagen Sie dann immer, Herr Herbert? Das ist doch mein Vorname. Ja, kein Problem, Entschuldigung. Schulzspecht. Ja, Schluckspecht ist mein Name. Ja, Schluckspecht. Ja. Schenke mal eine Flasche. Das ja, Entschuldigung, ja, das war ein Fehler. Schluckspecht. Ja. So, was muss ich denn da nur machen, dass ich da shoppen kann von den 300 Taler? Ah ja, wissen Sie, Herr Schluckspecht? Ja. Sie werden regular von unserem Unternehmen Geld kriegen. Deshalb wir müssen sicher sein, dass Sie unsere offizielle Kunde sind. Ja. Weil wir werden regular Profit, ja, weiterleiten zu Ihr Handelskonto. Aha. Und für das Sie brauchen auch Geld weiterleiten zu Ihr Handelskonto für Anfang, damit wir werden sicher sein.
Und Ihr Konto wird völlig aktiv sein und ich werde Ihr Daten weiterleiten zum Finanzabteilung und dann Sie werden Anruf bekommen von Ihr Finanzberater. Ja, okay, also kriege ich da auch noch einen Berater gratis dazu? Ja, Sie werden Ihr eigenen Finanzberater haben. Damit Sie werden diese Bonusgeld, 300 Euro Bonusgeld, richtig benutzen im Online-Plattform. Okay, kann man das auch fest benutzen? Nein, wissen Sie, Sie können diese 300 Euro Bonusgeld investieren, testen, so gesagt, erste Woche. Und zum Beispiel, Geld wird zirkulieren, ja, im Online-Plattform, es wird nicht so bleiben. Dann, Sie werden Profit bekommen, zum Beispiel jede Woche. Erste Woche, Sie können von diesen 300 Euro Bonusgeld 600 Euro machen. Das heißt, noch eine 300 Euro. Opa, kann ich... Dann, Sie werden auszahlen, diese... Ja. Ihre Profi und gehen zum Shopping, zum Beispiel shoppen. Ja, das ist gut, also weil, wenn ich das noch bei Amazon benutzen kann oder so, weil ich habe ja sowieso vor, weil, wissen Sie, ich habe ja... Sie möchten, Sie können es benutzen, ja, es ist Ihre eigene Entscheidung. Ja, weil die Rosi, die braucht auch immer mal... Einfach, wir brauchen zusammenarbeiten. Die Rosi, die shoppt sie immer nach neuen Schlipper, weil die verkauft ja ihre gebrauchten Schlipper dann ja immer bei eBay. Und da kann man schon auf jeden Fall immer schön YouTube mit Amazon gebrauchen. Da brauchen wir ja hier müssen wir immer neue Schnipper regelmäßig kaufen, weißt du? Und da ist das dann schon ganz praktisch, wenn man das kostenlos machen kann. Wissen Sie, Herr Schluckspecht, wir brauchen zusammenarbeiten. Ja, wir können nicht so unser Geld wegmachen. Sie werden regular profitieren. Deshalb, Sie brauchen auch Geld weiterleiten zu Ihr Handelskonto. Und minimaler Betrag ist 100 Euro. Nur einmal, Sie machen 100 Euro und Sie können regular profitieren, weil Sie werden weil Sie werden 100 Euro weiterleiten, zusammen mit Ihr Bonusgeld, das wird 400 Euro sein. Und Sie werden diese 400 Euro benutzen und regular profitieren. Ja. Das heißt, es wird nicht so bleiben, diese 400 Euro, sondern es wird mehr sein. Ach, dann wird es sogar noch mehr sein. Weil im Online-Plattform, es zirkuliert, ja, Geld zirkuliert. Es wird nicht so bleiben wie zum Beispiel in Banken, wie in Bankkarten. Ja, da wird Bankmann ja eh immer nur vererbt. Also das ist schon gut, da wird sich der Rosi freuen, wenn der Rosi jetzt in Zukunft noch mehr Schlupperchen kaufen kann. Wie bitte? Ich sage, da wird sich der Rosi freuen, wenn sie noch mehr Schlupperchen kaufen kann. Ich habe nicht so gut gehört, wissen Sie. Also, ich möchte fragen, welche Bankkarte benutzen Sie? Also, da war ich ja mal an der kleinen mit einem Osterhasenmensch, oder wie? Es ist Master oder Visa? Weiß ich nicht, wo kriege ich denn sowas raus? Ich möchte wissen, Ihre Bankkarte ist Masterkarte oder Visa-Karte? Ja, weiß ich nicht, wo kriege ich denn sowas raus? Oder Giro? Was macht man damit? Können Sie es schauen sagen? Ja, ich muss mal gucken. Warten Sie mal, da muss ich mal da muss ich mal erstmal schnell da gucken gehen, wo der Garten liegt, weil wissen Sie, die Rose, die räumt ja immer auf und dann ist das alles weg und dann muss man das immer alles suchen und ja, wir haben ja so eine große Wohnung und wissen Sie, neulich, da ist mir ja was passiert. Da habe ich unterwegs, habe ich da aus Versehen Pups verloren und das hat dann eine fremde Frau hinter uns gerochen und da musste ich da auf den Krankenwagen kommen. Herr Schluckspecht, haben Sie WhatsApp? Ja, ach, das ist mein hier mit den Nachrichten, wo man sich so lustige Bildchen schicken kann. Ich möchte Nachrichten senden und alle Informationen, ja? Na, aber wissen Sie, WhatsApp benutzen wir immer nur für den Versand von Fotos von den Geschlechtsteilen. Ihre E-Mail schicken, kein Problem. Das mit der E-Mail, da machen wir meistens die seriösen Geschäfte, weil in WhatsApp, das ist da nur mit den Schniedeln. Ja, mit den Tipps. Ich weiß, wir arbeiten mit WhatsApp und mit Mail. Ja. Es ist kein Problem, ja. Während unserer Gespräche, ich habe versucht, Ihnen per WhatsApp finden, aber es gibt kein WhatsApp mit dieser Nummer. Nee, auf der Nummer haben wir kein WhatsApp, wie gesagt. Da schicken wir ja eigentlich nur die Genitalbilder umher. Also okay, wenn der Rose mal wieder ein bisschen freizügig rumgelaufen ist und die Titschen raushängen, ist ja auch gerade Sommer, das wird ja alles schon wieder schön warm, da kann man ja mal die Titschen blitzen lassen und da schickt man uns immer so eine Bilder in WhatsApp. Und
Naja, wenn noch mal Mensch Niedel so an der Hose rechts oder links rausguckt, da kann man ja schnell mal ein Bild von machen und bei WhatsApp schicken, wissen Sie? Okay, ich werde jetzt zu Ihrer E-Mail, unsere Webseite und alle Informationen schicken, ja? Können Sie buchstabieren Ihre E-Mail? Nee, ich bin Analphabet, das mit dem Buchstabieren, das kann ich nicht so. Okay, ich habe Ihre E-Mail. Einfach, ich möchte prüfen, deshalb ich habe gefragt. Ja. Kein Problem. Sag ich mir doch. Also okay, Herr Schluckspech, ich werde alle Informationen zu Ihrer E-Mail senden. Bitte schreiben Sie mir zurück, ja? Also da auf die E-Mail soll ich zurückschreiben. Ja, wenn Sie werden meine Nachricht bekommen, bitte lesen Sie es und schreiben Sie mir zurück, damit ich werde verstehen, was sollen wir machen. Ja. Ja? Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Wie denn? Ich dachte, wir machen das jetzt fertig. Wie bitte? Ich dachte, wir machen das jetzt fertig, jetzt wollen Sie da doch abhauen. Nein, ich werde E-Mail senden. Dankeschön. Na, aber wie meinen Sie denn das? Ja, warum unsere Blitzbirne jetzt hier aufgelegt hat, ich weiß es nicht. Ziemlich schade. Hat sie einfach das Gespräch beendet und sich nicht mal vernünftig von uns verabschiedet. Tja, wahrscheinlich hat's einfach wieder an den fehlenden Deutschkenntnissen gelegen. Denn die waren ja wohl wieder mehr als unterirdisch. Also, egal welchen Blödsinn ich ihr hier erzählt habe, die hat's dem Anschein nach nicht gecheckt. Oder sie hat's gecheckt und einfach nur nicht drauf reagiert, ich weiß es nicht. Mittlerweile ist ja den Betrügern alles zuzutrauen, allerdings weniger irgendwelche intelligenten Schritte. Ich weiß es nicht. Aber Wahnsinn. Sie bleibt hier wirklich ewig am Telefon. Ich meine, mittlerweile jetzt nicht mehr, aber guck mal auf den Tacho. Wie lange wir jetzt hier eigentlich nur Dünnsches von uns gegeben haben. Und nichts davon hat irgendwie Sinn gemacht. Also von keiner Seite. Aber gut. Habe ich noch so ein tolles Gespräch mitgebracht. Hallo? Ja? Herr Stanschiger? Guten ja. Tag. Mein Name ist Nina Preite und ich rufe Sie in Bezug auf Ihre Anmeldung an. Sie haben Interesse an Onlinehandel gezeigt, stimmt das? Wann habe ich ja, mich Ja, erinnern Sie sich daran. Aber wann denn? Bitte? Wann denn? Sie haben sich heute angemeldet. Deshalb rufe ich Sie an, um Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ach, heute? Nö. Ich habe doch den Computer noch gar nicht an. Ja. Nein, Sie können das alles am Handy machen. Oder Sie könnten eben zum Beispiel gestern am Abend spät das machen, das ist kein Problem. Sie konnten das früher machen, aber jetzt ist diese Meldung nur jetzt zu mir gekommen. Okay. Sagen Sie bitte, haben Sie schon am Finanzmarkt solche Erfahrungen gesammelt oder noch nicht? Nö. Noch keine, das ist überhaupt kein Problem. Sie sollen verstehen, dass Sie von uns eine Hilfe bekommen und Sie machen alles Schritt für Schritt, alles mit der Fachmann oder nicht selber. Was bedeutet das? Sie haben schon Handelskonto, aber auf Ihren Namen, auf diese Telefonnummer, auf diese E-Mail-Adresse, aber das ist noch nicht aktiviert. Ich bin Account-Manager und ich werde Ihnen helfen, das alles richtig zu machen, damit Sie also dort keinen Fehler tätigen. Dann, wenn Sie Ihr Handelskonto aktivieren, Sie machen diese erste Investition auf Ihr Handelskonto, danach bekommen Sie den Fachmann. Er wird für Sie persönliche Strategie aufbauen und alle nötigen Analysen machen. Was brauchen Sie, nur mit ihm eins oder zweimal pro Woche zu telefonieren? Sagen Sie bitte, ist das machbar für Sie? Was? Zwei oder dreimal? Oder einsmal? Was denn? Ich habe die Frage nicht verstanden. Was denn? Haben Sie überhaupt gehört? Was haben Sie genau nicht verstanden? Ja, die ganze Frage. Ist das für Sie, also werden Sie 20 Minuten pro Woche oder halbe Stunde für den Fachmann finden? Und das alles mit ihm zu besprechen, damit Sie diese erste Erfahrung sammeln können. Ja, bestimmt. Okay, sagen Sie bitte, bleiben Sie bitte kurz dran. Also sagen Sie mir bitte, wann Sie sie meistens zu erreichen? Ja, meistens nachmittags. Meistens ab wie viel Uhr? Meistens ab 13 Uhr. 13 Uhr, ja? Ja. Okay, und sagen Sie bitte, bis dieser Uhrzeit arbeiten Sie? Was? Bis dieser Uhrzeit arbeiten Sie oder haben Sie Schichten?
Nee. Okay, habe verstanden. Sagen Sie bitte, auf welche Weise ist es bequemer, Ihr Handelskonto zu aktivieren? Also vielleicht benutzen Sie Online-Banking? Nee. Kein. Und Sie haben überhaupt kein Bankkonto? Doch. Haben Sie. Sehr gut. Dann normalerweise gehen Sie in die Bank, um Überweisungen zu tätigen, stimmt? Ja. Sehr gut. Dann sagen Sie bitte, mit welcher Summe würden Sie gerne das also am Finanzmarkt einzusteigen? Bei der Werbung haben Sie gesehen, dass Mindestsumme 250 ist. Ja, erinnern Sie sich daran? Nee. Nee? Okay, das habe ich verstanden. Mit welcher Summe würden Sie gerne einsteigen? Ab 250. Vielleicht können Sie also 300 oder zuerst mit 250. Dann werden können, also dann später können Sie Entscheidungen treffen, ob Sie weiter investieren wollen. Weiß ich nicht. Was würden Sie dazu sagen? Also, bitte? Weiß ich nicht. Also dann können Sie versuchen mit 250. Sie werden verstehen, wie das alles funktioniert. Sie werden das alles ausprobieren, diese erste Erfahrung sammeln. Dann jedes Moment können Sie zusätzlich Einzahlungen tätigen. Das ist Ihre Entscheidung. Ja. Ja, okay. Und darf ich überhaupt fragen, Sie sind berufstätig, ja, wie ich verstanden habe? Nee. Also nee, darf ich fragen, also wie lange schon sind Sie? Also oder sind Sie schon Rentner oder... Nee, ich habe noch nie gearbeitet. Noch nie gearbeitet? Darf ich fragen, wie alt sind Sie? Ich bin 29. 29? Ja. Und Sie arbeiten noch nicht? Darf ich fragen, warum? Sie sollen das nicht arbeiten, Sie haben genug Geld, oder? Ja, ich habe geerbt. Okay, sehr gut. Bitte? Bitte, ja, ich höre zu. Ja, ich habe geerbt. Bitte, bitte? Ja, ich habe geerbt. Ehrlich gesagt, habe ich akustisch nichts verstanden, was Sie darunter meinen. Na, abgekratzt und dann kriegt man das Geld. Also Sie bekommen Hilfe von der Stadt oder was meinen Sie? Nö. Nee, das bekommen Sie nicht. Okay, aber Sie haben irgendwelches passives Einkommen. Nee, ich habe mein Einkommen, also gar kein Einkommen. Nee. Ich habe einfach nur Geld auf mein Konto. Aber meine, auf welche Weise verdienen Sie? Was? Auf welche Weise verdienen Sie? Na ja nicht, ich habe das Geld auf mein Konto. Okay, und das bedeutet, dass Sie kein Geld haben, um zu investieren, oder was meinen Sie? Nee. Okay, das habe ich verstanden. Wie viel Geld denn haben Sie auf Ihr Bankkonto heutzutage? Na, das sieht Sie doch auch nicht an. Bitte nochmal, Herr Kussi, habe ich wieder verstanden? Ich sage, das sieht Sie nicht an, wie viel ich auf mein Konto habe. Also und hier wird's auch langsam echt unterirdisch. Also ich habe jetzt der netten Dame gesagt, dass ich kein Einkommen habe, sondern einfach nur reich bin. So was gibt's, dass man einfach nur Geld auf seinem Konto hat und nicht arbeiten gehen muss. Ja, sowas gibt's. Und, tja, weiß ich nicht. Jetzt fragt die mich, wie viel Geld ich auf meinem Konto habe. Ich glaube, wenn ich ihr jetzt sage, dass ich nicht arbeiten gehen muss und genug Geld auf meinem Konto habe, ich glaube, dann sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich nicht erklären werde, wie viel Geld ich auf meinem Konto habe. Natürlich ist das hier alles fiktiv und nur da, also ja, gespielt, es ist nicht echt. Aber was soll das? Also, mal im Ernst jetzt? Ich sage, ich brauche nicht arbeiten, ich will nicht arbeiten, ich habe genug Geld und die fragt mich, wie viel ich auf meinem Konto habe. Oh, 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 oh. Ich meine, dass man darauf keine Antwort bekommen wird. Ja, also, weiß ich nicht. Ich frage mich manchmal wirklich, was die Leute denken, die da anrufen. Also ich meine, dass die gar nicht denkt, das merkt man schon. Aber, ja, keine Ahnung. Die spult halt einfach nur ihr typisches Programm ab, ja, und stellt dann irgendwelche unverschämten Fragen. Tja, ich glaube, das sind alles auch wieder nur Fragen, die eigentlich nur von Betrügern kommen können. Weil mit Seriosität hat das hier eigentlich schon, ja, seit der ersten Sekunde des gesamten Gesprächs nichts zu tun. Nein, ich soll verstehen, ob Sie überhaupt am Finanzmarkt einsteigen können. Wenn Sie zum Beispiel 250 haben, dann gut. Sie können also einsteigen und das alles ausprobieren. Aber wenn weniger, leider kann das nicht gehen. Ich soll nur verstehen, also auf welche Weise Sie überhaupt leben. Wir sollen nicht also mit Kunden arbeiten, die das letzte Geld für Trading ausgeben. Verstehen Sie? Ja, nö. Ich bin reich und kann mit dem Geld mit Drogen, Koks und Nitten kaufen. Ach so, okay, das habe ich verstanden. Und, okay, wie viel bekommen Sie pro Monat denn? Schätzungsweise. Noch gar nichts. Gar nichts? Ich habe mein Geld. Okay, und wohnen Sie mit Eltern oder schon selber? Nee, ich wohne alleine.
Alleine, okay, habe verstanden. Und darf ich fragen, wo kommen Sie? Sie kommen aus Deutschland? Ja. Sehr gut, sehr gut. Das bedeutet, dass Sie ein bisschen schon selbstbewusst sind. Ja, in solchem Alter. Okay, Sie haben solche Möglichkeit, also dieses passives Einkommen zu erhalten. Verstehen Sie? Und Sie sollen nicht arbeiten. Ja, das ist gut. Wenn ich nicht arbeiten muss, dann ist das gut. Bitte? Ich glaube, wenn ich nicht arbeiten muss, dann ist das gut. Sie wollen nicht arbeiten? Ja. Überhaupt? Kein? Keine ja. Arbeit wollen Sie eben finden oder sowas? Nö. Herr Schleswiger, sagen Sie bitte, welche Ziele, wozu haben Sie sich denn angemeldet bei uns? Ich soll verstehen, welche Ziele wollen Sie verfolgen? Und wie, auf welche Weise wir Ihnen helfen können überhaupt? Weiß ich nicht. Sie rufen doch an. Weil, wissen Sie nicht? Sie sind der Mann. Ich habe gerade, dass Sie irgendwelche Pläne in Ihrem Kopf schon haben oder Gedenke oder sowas. Wie können Sie das beschreiben überhaupt? Welche Pläne, welche Vorstellungen hatten Sie, bevor Sie sich angemeldet hatten? Noch weitermachen, so wie bisher. Erzählen Sie mir bitte ein Hüschen. Bitte? Noch weitermachen, so wie bisher. Okay, also, was meinen Sie? Sie wollen weitermachen. Okay, dann Sie haben, Sie können irgendwo diese 250 nehmen, um diese erste Investition auf Ihr Handelskonto zu machen, oder nicht? Ja. Ja, können Sie. Okay, wie lange kann das bei Ihnen dauern? Ja, weiß ich nicht, bis ich das überwiesen habe. Bitte, bitte nochmals? Nur bis ich das überwiesen habe. Sie haben schon überwiesen? Nee. Okay, das habe ich verstanden. Herr Steinfeger, Sie, es geht jetzt um seriöse Sachen, ja? Ja. Ich soll verstehen, welche Pläne Sie haben. Sie wollen einsteigen. Ja, sagen Sie bitte, wann werden Sie dieses Geld erhalten, bekommen und haben, damit Sie die erste Investition auf Ihr Handelskonto tätigen können? Die Frage hat, die ergibt keinen Sinn, die ist irgendwie unlogisch, die Frage. Bitte nochmals und bitte ein bisschen deutlicher sagen, akustisch höre ich fast nichts. Ich höre, die Frage hat keinen Sinn ergeben. Wann können Sie dieses Geld finden, um einzusteigen? Einfache Frage. Na, ich muss doch das Geld ja nicht suchen. Und Sie haben das? Ja. Okay, zuvor haben Sie mir gesagt, dass Sie das nicht haben. Nee, das habe ich nicht gesagt. Okay, habe verstanden. Sie haben WhatsApp auf diese Nummer? Oder das ist also das ist Festnetz, ich sehe, ja? Ja. Okay, dann sagen Sie mir bitte, Sie haben kein Online-Banking? Dann gehen Sie normalerweise in die Bank. Wann können Sie diese Überweisung dann tätigen? Nur wenn ich wohl hingehe. Bitte, bitte? Nur wenn ich wohl hingehe. Wohin? Na, in die Bank. In Bank? Ja. Okay. Sagen Sie bitte, ich soll nur verstehen, ich habe ehrlich gesagt nichts ganz verstanden. Sie haben überhaupt Ausbildung gemacht oder haben Sie an der Uni studiert? Nee. Nee, überhaupt? Dann auf welche Weise haben Sie vor, Geld zu verdienen in der Zukunft? Na, vor hatte ich das ja nicht. Bitte? Na, vor hatte ich das ja nicht. Also, Sie machen nur Spaß oder was? Nee. Nee? Okay. Dann machen wir so, ich schicke Ihnen Daten auf Ihre E-Mail-Adresse, dann können Sie sich Sie können diese Überweisung tätigen und sich an mich melden. Dann wir können so machen. In einer Stunde rufe ich Sie an und dann werden wir alles mit Ihnen bis zum Ende besprechen, okay? Wie in einer Stunde? In einer Stunde gehe ich auch nicht zur Bank. Nein, noch nicht. Noch gehen Sie in die Bank nicht. Nur, wir werden nur Termin ausmachen. Okay? Und dann? Okay, dann rufe ich Sie in einer Stunde an. Alles Gute dann. Bis später. Tschüss. In einer Stunde gehe ich ja nicht zur Bank. Kein Problem. Kein Problem. Alles werden wir besprechen. Alles Gute dann. Bis später. Tschüss. Das verstehe ich nicht. Ja, also irgendwie habe ich die Tante sowieso überhaupt gar nicht verstanden. Beziehungsweise hat die Tante mich nicht verstanden. Also immer, wenn sie irgendwas gefragt hat und ich passend dazu geantwortet habe, hat sie die Antwort einfach nicht verstanden und meistens fehlinterpretiert. Also, wie man so Geld verdienen möchte, ist mir fraglich. Aber ich hoffe, dass dieses Goldcenter dadurch auf jeden Fall empfindlich weniger Geld verdienen wird als, das ein oder andere Betrüger-Goldcenter. Denn das hier war definitiv wieder Betrug. Was anderes kann es gar nicht sein. Ich meine, es ging hier ausschließlich eigentlich nur um das Geld. Und als sie so ein bisschen gecheckt hat, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob sie es überhaupt gecheckt hat, dass ich hier angeblich in diesem Video reich bin,
Ja, wollte sie ja noch nachbohren, woher ich das Geld habe. Naja, wenn ich es geerbt habe, habe ich es halt geerbt, ne? Dann musste ich halt nie arbeiten gehen, aber irgendwie hat die das nicht verstanden. Tja, aber so ist es halt, wenn man aus einem Betrüger-Callcenter anruft und die Sprache nicht kann. Für das Land, wo man anruft, wo man die Leute eigentlich bescheißen will. Wie hirnrissig ist das Ganze eigentlich? Ich verstehe es gar nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum die damit Erfolg haben. Wie das überhaupt funktionieren kann. Weil das macht ja überhaupt nicht mal im Ansatz Sinn. Also nicht mal ein bisschen. Nicht mal dann, wenn man noch irgendwie noch einen Sinn darin sucht. Ja, aber das Schlimme ist, es funktioniert. Da zahlen Leute ihr Geld ein. Fragt mich nicht, wie man dazu kommt. Es gibt ja Situationen scheinbar, dass man da reinrutscht. In sowas. Naja, ich weiß es nicht. Ja, die Frage werden wir wohl nie geklärt bekommen. Also nie abschließend. Natürlich gibt es Menschen mit Einschränkungen, die vielleicht besser nicht ihre Geschäfte alleine machen sollten und tun es aber halt, weil es so ist, wie es ist. Und die zahlen da vielleicht ein. Ich weiß es nicht. Also es ist ein Rätsel. Ich meine, auch ältere Menschen, die sind ja nicht alle dement. Klar, passiert das auch mal. Auch dann kann ich mir einfach bei dieser hohlen Scheiße hier nicht vorstellen, was die Leute dazu bewegt, da ihr Geld einzuzahlen. Denn am Ende ist doch das alles nur noch unseriös. Weiß ich nicht, in welchem Zustand man sich als Mensch befinden muss, damit man da einzahlt. Und damit das wirklich niemandem passiert, teilt sehr gerne meine Videos mit allen euren Verwandten und Bekannten. Schickt die Links der Videos in WhatsApp, überall, wo es geht. Unterm Video findet man auch so einen Teilen-Knopf. Da kann man direkt in den sozialen Medien auch die Videos verbreiten. Oder eben auch den Link einfach kopieren und in WhatsApp einfügen oder wie auch immer. Aber Hauptsache, wir informieren ganz, ganz viele Menschen, dass es sowas auf unserem Planeten gibt. Und umso mehr Menschen wir da einfach letztendlich darüber aufklären, umso weniger Menschen werden hoffentlich auf diesen ganzen Bums reinfallen. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein kleines bisschen wieder unterhalten und natürlich auch aufklären, was es da eigentlich so für Menschen auf unserem Weltmarkt gibt. Und tja, weiß ich nicht. Schreibt gerne mal noch in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Wenn ihr möchtet, klickt noch auf das letzte Video in der Playlist. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.